Ja, ich grüße euch hier auf Willis 3D-Druck. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es darum, wie ihr schon gelesen habt im Thumbnail, meine Vase ist undicht. Und zwar habe ich die erste Vase gedruckt auf meinem Predator. Natürlich freie Schnauze, denkt mir, gut, probierst es mal aus und sieht auch wunderschön aus. Ja. Aber natürlich habe ich meiner Freundin gleich ein paar Blumen gekauft. Ja. Man muss ja auch der Freundin zeigen, wie nützlich so ein 3D-Drucker ist. Das kennt ja wahrscheinlich alle. Und wie ich dann bemerkt habe, war diese Vase undicht. Natürlich ein typischer Anfängerfehler, aber wie ihr es richtig macht und dass es euch nicht so geht wie mir und ihr natürlich dann auch viel Filament sparen könnt, zeige ich euch mit zwei kleinen Einstellungen, wie das nicht mehr passiert und zeige euch das auch gleich im Test, damit ihr seht, vorher und nachher. Ja? Mich würde es freuen, gleich hier nach dem Intro, wenn wir uns wiedersehen. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Wie gesagt, hier mein erstes Projekt. Wunderschön, muss ich ehrlich sagen. Man ist nicht verloren gegangen, zeige ich euch gleich, was ich damit gemacht habe. Und hier dasselbe Filament, ja. Aber der Unterschied ist, dass das dicht ist, ja. Und was ich da gemacht habe bei den Einstellungen, zeige ich euch gleich nach dem Test und damit euch denselben Fehler auch nicht passiert. Ja, hier seht ihr schon mal, was ich mit der Lampe gemacht habe, die undicht war, ist eine schöne Leuchte, sieht auch cool aus. Falls euch das auch mal passieren sollte, wisst ihr wenigstens, für was man das auch noch gebrauchen kann. Gut, die werde ich jetzt mal mitnehmen zu unserem Versuchsaufbau und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier seht ihr die Vase vom ersten Druck, wo ich natürlich nur gedruckt habe, auf keine Einstellungen geachtet habe. Muss sagen, ist trotzdem schön geworden. Jetzt hier mein Glas Wasser. Und dann schauen wir mal, ob wir das sehen können, was da passiert. Und zum Glück ist mir das rechtzeitig aufgefallen. Ja, da läuft es schon, wie ihr sehen könnt. Nehmen wir euch mal mit. Ja, das ist natürlich nicht so schön und da freut sich auch keine Freundin, wenn die Bude dann unter Wasser steht. So, da haben wir es. Wie schön das leckt. Komischerweise war das auch nur diese Stelle. Vielleicht können wir hier mal testen. Machen wir mal mehr Wasser rein. Dafür machen wir das ja. Ja, da tropft es schön wie einen Wasserfall. Gut, dann zeige ich euch bei dem nächsten Versuch. Das ist die neue Vase, mit der ich dann in Cura zwei Einstellungen gemacht habe. Und dann sollte dieses Problem nicht mehr passieren. So, ich habe wieder alles trocken gemacht. Dann stellen wir die zweite Vase rein mit den Veränderungen, füllen das Wasser ein. Drehen das. Und ihr seht, es ist dicht. Auch hier können wir noch ein bisschen mehr Wasser reintun. So. Ja, so soll es sein.
Das ist eine Vase, da freut sich die Freundin und es ist dicht. So. Gut, dann können wir ja die Freundin überraschen. Da freut sie sich für dieses Video. So viel habe ich meiner Freundin noch nie Blumen geschenkt. So. Aber damit ihr auch mal seht im Bild, wie das aussieht. So. Nehme ich euch mal mit. Sieht auch wunderschön aus. So. Das kann sich doch sehen lassen. Da freut sich jede Frau zu Hause. Und ihr seid auch glücklich, wenn ihr wieder einen schönen Grund habt, mit eurem 3D-Drucker weiter zu drucken. Ja, das war's. Die andere Lampe werde ich jetzt wieder, die andere Vase werde ich jetzt wieder als Lampe hernehmen. Und ja, ich wollte euch einfach nur mal zeigen, dass das euch nicht passiert. Ja, und da sind wir auch schon im... Also ich benutze Cura, hier die neue Version 4.8 und zwar habe ich hier meine Vase reingeladen und wir sehen schon enorme Zeit hier. Entschuldigung. Und zwar möchte ich euch jetzt zeigen, das wäre jetzt, wo ich die erste Vase ausgedruckt habe und jetzt zeige ich euch die Punkte, auf wo man achten muss, damit die auch dichter wird. Aber es hat auch einen Nachteil, zeige ich euch auch dann gleich. Und zwar geht mir hier bei den Einstellungen erstmal. Gehen wir hier auf Sonderfunktionen. Das öffnen wir. Druckreihenfolge, das ist egal. Und zwar hier diesen Spiralisierung der Außenkontur. Wenn ihr es in Englisch drin habt, heißt das halt anders da. Genau, und hier sieht man eigentlich auch schon bei der Hilfe, hier geht es hier um Wanddicke, Anzahl der Wandlinien, Bewegungsgeschwindigkeit, Beschleunigung der Bewegung und Druckfunktion. Wenn man dieses anklickt, kann man automatisch äußere Konturen glätten. Das ist gut, das macht es auch wieder dichter. So, relative Extrusion braucht man nicht. Ja, und wir sehen schon hier auf alle Fälle von den 13 Stunden sind es nur noch 4 Stunden. Kommt daher, dass er ja jetzt praktisch nur an einem Punkt und eine Linienstärke, also die Bewegung abläuft. Das können wir auch schön hier sehen jetzt in der Vorschau. Ja, zack. Es ist total easy. Genau. Aber was wir jetzt hier auch sehen können, ist, dass das Material, ich versuche es mal hier ein bisschen reinzuzoomen, wesentlich dünner wird. Und das wird dann auch so ziemlich schwabbelig. Ja. Hier zeige ich euch auch nochmal einen Trick. Also hier auf alle Fälle bei Sonderfunktion, diesen Spiralisieren. Ja, die meisten sprechen hier auch über den Vasenmodus. Ja, das ist hier Spiralisieren der Außenkonturen und Spiralisieren der Außenkonturen und Kletten. Ja. Somit wird das richtig dick. Aber es hat halt auch den Nachteil, dass es auf einmal hier sehr dünn wird. Und zwar liegt es daran, dass man jetzt, wenn man hier rüber geht über Material, so, nicht Material, Entschuldigung, und zwar haben wir Qualität, so. Bei Qualität haben wir ja von der Nozzle die Nozzle von 0,4 mm und auch hier sieht man schon die Einstellung, mit was das alles zu tun hat. Und hier kann man jetzt ganz einfach, wenn man den Wert ändert auf 0,6,
Ich nehme gerne den 08er. Und dann sieht man auch schon beim Slicen, jetzt braucht er 3 Stunden, braucht natürlich mehr Material. Aber dafür wird es auf alle Fälle hier dicker und stabiler. Ja? Und somit bekommt man das Ding ziemlich dicht. Und wenn man es nicht so schwabblig haben möchte, wenn man es als Lampe benutzt, ist es cool, umso dünner, umso mehr kommt das Licht durch. Aber es ist halt auch eine wackelige Angelegenheit hier. Mit den Linienbreite kann man das verstellen und es wird auf alle Fälle dicker. Gut, und soll das Ding tatsächlich noch immer undicht sein, gibt es halt noch den dritten Tipp. Nimmt einfach einen Klarlack, sprüht oder streicht die Innenwände, lasst es gut durchtrocknen und dann seid ihr auf alle Fälle auf der sicheren Seite, dass hier auch kein Wasser durchkommt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen euch weiterhelfen. Es ist nichts Neues. Auch diesen Tipp habe ich hier von anderen YouTuber. Den verlinke ich euch gerne unten in der Beschreibung. Auch hier das Modell findet ihr alles in der Beschreibung. Und ja, dann kommen wir zum Fazit. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit diesem kleinen Beitrag. Man, wie gesagt, wir Anfänger, wir drucken einfach drauf los. Und ja, es sind doch bei manchen Sachen ein paar Einstellungen zu berücksichtigen. Und ja gut, klar sagt man, aus Erfahrung lernt man. Aber natürlich ist es auch ärgerlich, wenn man so große Sachen druckt und für einen Sinn, wie hier eine Vase, die eigentlich wasserdicht sein sollte, wenn sie dann natürlich nicht dicht ist, ist halt blöd, weil auch das Filament weg ist. Aber in diesem Fall sind das auch gute Lampenschirme. Vielleicht ist das auch eine neue Idee. Und ja, ich hoffe, ich habe euch geholfen. Wenn ihr mehr so Sachen sehen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet, einen Daumen hoch. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, euer Willis 3D-Druck.